In der kalten Jahreszeit lädt man Freunde und Verwandte gerne zu sich nach Hause ein. Natürlich darf da etwas Selbstgebackenes nicht fehlen. Ein ganz besonderer Genuss sind die Topfenschnitten aus dem Dr. Oetker Backbuch, Blechkuchen aus privater Backstube, die ich Ihnen heute vorstelle. Für den Teig das Mehl in eine Rührschüssel geben. Die übrigen Zutaten der Reihe nach dazugeben und mit dem Handmixer oder der Küchenmaschine mit Knethakenaufsatz zu einem Teig verkneten. Den Teig herausnehmen und kurz per Hand durchkneten. Und sollte der Mürbteig einmal zu trocken sein, dann können Sie ruhig ein, zwei Löffel Milch dazugeben. Frischhaltefolie wickeln und circa eine halbe Stunde kalt stellen. Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche rechteckig, circa 30 x 35 cm ausrollen. Den Mürbteig heben Sie mit einer Kuchenplatte auf das Blech. Den Teig auf ein leicht befettetes Backblech geben und mit einem Backrahmen umstellen. Die Ribisselmarmelade auf den Mürbteig streichen. Für die Topfenmasse eiklar in der Küchenmaschine aufschlagen. In der Zwischenzeit Dotter mit Topfen, Zitronensaft, Rum und Aroma glatt rühren. Den Zucker nach und nach zum Eiklar dazugeben und weiter steif schlagen. Die Topfenmasse unter den Eischnee heben. Die Masse gleichmäßig im Backrahmen verteilen und glatt streichen. Für die Biskuitmasse Eiklar mit Zucker steif schlagen. Die Dotter glatt rühren und kurz unter den Eischnee rühren. Das Mehl darüber sieben und mit einem Kochlöffel unterheben. Die Biskuitmasse auf die Topfenmasse geben und gleichmäßig verstreichen. Das Blech in die Mitte des vorgeheizten Rohres schieben und ca. 45 Minuten bei 180 Grad backen.